Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Beim Gold hat man zuletzt ja so richtig mitverfolgen können, wie es immer weiter aufwärts ging. Hat der kleine Bruder des Goldes, das Silber, das ähnlich mitgemacht? Und wie könnte es hier auch weitergehen? Schauen wir uns genauer an. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir an der Börse Matthias Hüppe von der HSBC. Schön, dass Frau Gebe. Herr Hüppe, ich habe ja gerade schon gesagt, Gold ist ordentlich gelaufen, wurde ja auch gut medial begleitet. Ja. Da ist Silber jetzt so rein aufmerksamkeitstechnisch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber zu Recht, also hat man die Rallye da ähnlich mitgemacht? Also ich sag mal, Silber hat in den letzten Wochen Gold sogar outperformt. Also der kleine Bruder ist ziemlich schnell gewachsen, um es mal so mit den Worten zu sagen. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen noch über Silber gesprochen, haben ein bisschen gezeigt, relativ zu Gold ist Silber vielleicht besonders günstig. Aber man muss aufpassen, Silber und Gold sind ja eigentlich nicht verwandt. Das eine ist eine Währung, das andere ist ein Industriemetall. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das mal anschauen, und ich glaube, fundamental ist auch, steckt auch viel Bewegung drin aufgrund der Bewegung von Gold. Wir haben es ja hier gesehen, wir hatten hier so einen Doppelboden, den wir gebildet haben, dann haben wir hier diese horizontale Widerstandslinie, die wir schön durchbrochen haben. Das war ja so dieser, der erste Zünder. Jetzt sind wir oft, ich glaube, April 17 hoch und insgesamt muss man sagen, das Chartbild für Silber hat sich aufgehellt, hat sich deutlich aufgehellt, als wir hier durchgegangen sind. Aktuell ist so ein bisschen eine Warteposition beim Silber. Wir haben aber durchaus noch Potenzial, wenn es jetzt weitergeht. Also da könnten wir noch sogar die 21 ist jetzt das nächste, was dann ansteht. Aber ein bisschen Verschnaufpause scheint schon da zu sein jetzt im Silber. Aber grundsätzlich vom Chartbild her muss man sagen, hat es bisher das erfüllt, dieser Doppelboden. Dann haben wir hier diesen horizontalen Widerstand durchbrochen und sind dann weiter nach oben gegangen. Jetzt guckt man so ein bisschen auf die, ich glaube, das ist die 50-Wochen-Linie oder 200-Wochen-Linie. Die haben wir bei 16,34. Das ist so der Katastrophenstopp in Anführungszeichen. Und ansonsten die 18,65, das ist nochmal so eine Barriere, wenn wir da müssen wir gucken, da müssen wir drüber bleiben und dann ist wirklich das Potenzial durchaus bis zu 21. Also mögliches Potenzial. Sie haben jetzt ja gerade auch schon das Verhältnis von Gold zu Silber angesprochen. Da gibt es ja auch eine schöne Größe, nämlich die Gold-Silber-Ratio. Wenn man sich die jetzt aber auch so in einem Jahr anguckt, muss man jetzt hier sich Sorgen machen, dass es da so steil nach unten geht? Ja, also wenn man sich das anschaut, was sagt das Gold-Silber-Ratio vielleicht ganz kurz? Wie viel Unzen Gold Silber brauche ich, um eine Unze Gold zu kaufen? Und da waren wir hier in der Spitze irgendwo bei 94, das heißt 94 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Das ist schon ein extrem hoher Wert und deswegen haben wir ja auch da so im Juni, Ende Juli darüber gesprochen, gesagt, das ist schon ein Extremum. Und die Reaktion haben wir jetzt gesehen. Gold ist zwar gestiegen, das wissen wir auch in der letzten Zeit, aber Silber ist noch stärker gestiegen. Und deswegen sind wir hier mit unserem Ratio runtergekommen, sind jetzt im Bereich von 82, 83. Und wenn man sich jetzt den Chart anschauen könnte, könnte man sagen, da ist ja langsam Zeit für eine Gegenbewegung. Aber das ist nur das kleine Bild. Jetzt schauen wir mal auf das. Gucken wir uns mal längerfristig an. Genau, das ist das große Bild. Und wenn wir das mal angucken, also wir kommen hier von tiefster irgendwo bei über 30. Das war die Stärke von Gold, aber die noch größere Stärke damals von Silber, bevor die harte Korrektur einsetzte, die Silberanleger oder Silberinvestoren weitaus stärker getroffen hat, als die Goldinvestoren dann der Fall war. Und wenn wir uns jetzt dieses lange Bild ansehen, dann sehen wir, sind wir weiterhin in einem Bereich, wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass Silber prozentual gesehen oder im Verhältnis gesehen zu Gold jetzt irgendwo zu günstig ist. Man muss natürlich aufpassen, ich habe schon anfangs gesagt, das eine ist eine Währung, das andere ist ein Metall, ein Industriemetall. Die Nachfrage ist hauptsächlich industrieller Art. Nichtsdestotrotz merkt man dann auch im Anstieg von Gold, dass dann doch viele dann irgendwann nach Silber schauen und sagen, Gold ist mir zu teuer. Das sind auch gerade oft Privatinvestoren, die dann zu Silber greifen und sagen, Silber ist so gesehen viel zu günstig gegenüber Gold, weil sie auch gerade auf dieses Gold-Silber-Ratio gehen. Und so Werte über 80 ist eigentlich in der Vergangenheit auch immer so der Punkt gewesen, wo der Markt gedreht hat. Jetzt waren wir bis zu 90 gegangen und dann auch vielleicht als Substitut zu Gold Silber gewählt haben. Kann man die Gold-Silber-Ratio auch als eine Art Indikator nehmen für eine weitere Entwicklung beim Silber? Ja, also ich sag mal so, wenn man das auf dem langen Bild sieht, kann man so sagen, die 80-40, das ist so diese Range, in der wir eigentlich im normalen Bereich sind. Und hier sehen wir es ja in der extremen Hosse von Silber gegenüber Gold, wo beides sehr hoch war, aber Silber noch viel stärker. Da war vielleicht der Punkt, und das war auch so ein Punkt, wo viele Investoren gesagt haben, Gold ist mir zu teuer, ich kaufe jetzt Silber. Das ging ja sehr, sehr schnell, wo Silber dann bis zu 50 Dollar die Feinunze gestiegen ist damals, zum damaligen Zeitpunkt. Und das war vielleicht eine Übertreibung, oder es war eine Übertreibung deutlich. Und dann haben wir gesehen, unter 40 und dann kam die Gegenreaktion. Man muss natürlich nur aufpassen, eine Gegenreaktion heißt entweder, es kann auch heißen einfach, dass Gold zu Silber teurer wird, ohne dass Silber jetzt unbedingt günstiger werden muss. Also das ist ja ein Verhältnischart an der Stelle. Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass Silber fällt und Gold steigt, sondern es kann einfach sein, dass Gold stärker steigt wieder als Silber, dass dieses Verhältnis dann in die andere Richtung geht. Aber nichtsdestotrotz sind wir in Bereichen über 80 historisch gesehen, wenn man dieses Verhältnis als Maßstab sieht, in einem Bereich, wo man sagen könnte, Silber ist vielleicht, mit dem Wort günstig habe ich zwar immer Probleme, aber man könnte sagen, ist gemessen am Gold historisch gesehen vielleicht ein bisschen zu günstig noch.
zu günstig. Jetzt ist natürlich generell auch die Frage, wie geht's weiter und auch wie setzt man drauf? Jetzt haben Sie uns verschiedene Möglichkeiten mal mitgebracht, also verschiedene Produkte, Typ einmal Call, aber auch Put. Was unterscheidet die jetzt von der groben Ausrichtung? Klar, das eine ist quasi, es geht rauf, das andere geht runter, aber ansonsten müssen die ja auch ein bisschen unterschiedliche Ausgestaltungsmerkmale haben. Ja, das, hier hängt der Risikoappetit natürlich da dran. Also mit der Bewegung, die man Silber gesehen hat, konnte man ja fast schon Silber 1:1, wobei physisch ist schwer, aber es gibt dann über ETFs oder über Zertifikate die Möglichkeit, dann Silber zu kaufen. Physisch wissen wir alle, Mehrwertsteuer, Ankauf, Verkaufs. Spreads sind zu groß, da wird es schwer, überhaupt die letzte Bewegung positiv mitgemacht zu haben. Aber wenn man das natürlich noch gehebelt spielen will, möchte sagen, ich möchte diese Bewegung noch stärker mitspielen, dann haben wir eine große Palette. Wir haben jetzt mal einfach angefangen, wir haben es mal von 5 bis ca. 13 gezeigt. Die Hebel sind natürlich verschieden, das sind Produkte mit unendlicher Laufzeit. Die passen ihre Knockout-Barriere täglich immer an, um sozusagen die Zinsen bzw. die Marge, die der Emittent da erhebt, da sollte man das auch mal vergleichen, kann man hier gerne bei den Emittenten anfragen, gibt es durchaus Preisunterschiede. Und dann ist es halt eine Geschmacksfrage. Also hier ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt auf der Short-Seite ist, also auf den fallenden Silberpreis setzt, bei 19,92, da hat man einen Hebel von 12, aber würde die 19,92 berührt, dann wäre dieses Zertifikat dann zu diesem Zeitpunkt wertlos. Wenn man hier bei diesem Put beispielsweise bis 22 erstmal, sage ich mal, Bewegung haben muss, bevor dieses Produkt wertlos ist. Das andere auf der anderen Seite sehen wir hier so die 17,12 oder die 16,05. Manche positionieren sich da, wo sie sagen, ja, da sind auch die Widerstände, wenn es da drunter geht, sollte ich sowieso die Richtung wechseln. Das ist natürlich was für spekulativ orientierte Anleger oder für Trader. Aber für die, die sagen, ich möchte an diesen Bewegungen noch mal stärker teilnehmen, und das haben wir jetzt in der letzten Zeit gerade bei Silber natürlich besonders stark gemerkt, auch bei Gold sind diese Produkte natürlich dann besonders hoch im Kurs. Also wir haben eben einmal die unterschiedliche Risikoneigung hier beim Hebel. Wir haben dreimal Call, dreimal Put, je nachdem, ob ich eben davon ausgehe. Das heißt, die Marktmeinung, also meine persönliche, ob Silber jetzt steigt oder fällt, die muss ich natürlich vorher haben. Ja, also ohne Meinung geht's nicht. Also bitte nicht nach gut Glück einfach mal sagen, die Kennnummer klingt schön, die kaufe ich jetzt. Also das ist natürlich die falscheste Entscheidung, das ist ein Glücksspiel, sondern hier geht es wirklich um Meinung. Deswegen auch die technische Analyse, sich nochmal angucken, wo sind Widerstände, wo sind Unterstützungen, entsprechend dann auch positionieren. Ich habe nochmal die 21,11 gesagt, das ist zum Beispiel so ein Punkt, dann hätten wir diesen Doppelboden erfüllt, dann haben wir diese Aufwärtsbewegung mitgenommen, dann ist vielleicht auch erstmal die Luft komplett raus, weil dann muss erstmal ein neues Bild gefunden werden. Es kann sein, viele warten dann erstmal ab, bis wir zu diesem Niveau sind und sagen, okay, jetzt werden viele vielleicht Gewinne mitnehmen, jetzt positioniere ich mich dann auf der Short-Seite. Also hier muss man sich wirklich auskennen, hier muss man eine eindeutige Meinung haben zu dem jeweiligen Basiswert, also hier in diesem Fall von Silber. Und das ist natürlich nur was für Leute, die sich wirklich auskennen. Es gibt die genügend Möglichkeiten, beim Emittenten sich schlau zu machen oder auch auf entsprechenden Webseiten. Aber bitte, wie immer gilt, kauf nur das, was du verstehst. Das gilt im Besonderen auch bei diesen Hebelprodukten, weil hier mit dem Hebel das Risiko natürlich umso höher ist. Und man sollte weniger Kapital einsetzen, als man normal einsetzt, weil der Hebel macht es dann schon. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Generell noch Risiken, auf die man hier achten muss? Ja, also Totalverlustrisiko, ich habe schon gesagt. Also da reichen dann vielleicht mal hier noch $2 in eine Richtung und dann kommst du zum Totalverlust. Das ist ganz wichtig. Und man sollte auf die Bonität des Emittenten achten. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Silber handelt 24 Stunden. Die Börse hat, Gottlob für die Händler, jetzt nur bis 22 Uhr, im Endeffekt 8 bis 22 Uhr. Also ein Produkt könnte auch über Nacht ausnocken. Das sollte man natürlich gerade bei Währungen, Rohstoffen auch nochmal berücksichtigen. Wenn man ganz aggressiv rangeht, kann in der Nacht was passieren und man hat keine Chance zu reagieren. Ja, wichtiger Hinweis auf jeden Fall nochmal. Herr Hüppe, vielen herzlichen Dank fürs Gerne. Interview. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf Silber. Also wir haben es gerade mitgehört, kleiner Bruder, das Gold ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Verwandtschaftsverhältnisse da anscheinend doch nicht ganz so einfach. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.